Wir haben unsere Redaktion gefragt. Sabrina ist losgezogen und hat mal gefragt, wer glaubt denn, wer Europameister wird? Deutschland natürlich, weil wir einfach dran sind. Nach den 2 Jahren und wir sind die sympathischste Mannschaft, deshalb ganz klar Deutschland. Russland und Kroatien haben in der Qualifikation unheimlich gut gespielt, sind auch in einer etwas leichteren Gruppe. Ich glaube nicht, dass Italien jetzt auch noch Europameister werden kann nach der Weltmeisterschaft. Ich glaube Deutschland, ohne Witz. Warum, Sabrina? Könnt ihr mal kurz um die Sabrina schmecken? Die sind ja auch nicht geschminkt. Weil wir ja bei der Weltmeisterschaft schon total gut waren. Und ja, deswegen denke ich. Das Endspiel lautet Rumänien gegen die Türkei. Und wer gewinnt? Wahrscheinlich spielen sie zunächst unentschieden, dann nochmal unentschieden in der Verlängerung. Dann gibt es Elfmeterschießen. Das geht 6-5 für Rumänien aus. Das ist der rumänische Adler. Kameralinsen. Kroatistan wird natürlich Europameister, ganz klar. Im Finale gegen Tschechoslowakei, machen die eigentlich mit, ja, ne? Gegen Tschechoslowakei werden die 13-11 gewinnen. Nach dem Selbstmeterschießen. Ne, was ist das nochmal? 11-12 Meterschießen? Ich habe keine Ahnung. Deshalb kann ich ganz klar sagen, Kroatien wird Weltmeister. Ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich Italien. Und mache mich wahrscheinlich dann hier in der Redaktion auch unglaublich unbeliebt direkt, ne? So ist es. Also Deutschland wird Europameister, das steht fest. Das wird definitiv Deutschland. Wir sind dran. Dritter reicht uns diesmal nicht mehr. Insofern, klar, das ist unsere Chance, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich denke mal wahrscheinlich eher irgendwie Italien oder Frankreich. Also ich tippe mal auf Italien. Natürlich wird Deutschland Europameister, das ist völlig klar. Der einzige Gegner, der uns das Wasser reichen könnte, wäre Italien. Aber Cannavaro ist verletzt. Er ist zwar heute operiert worden, kann wieder zurück ins Teamlager kehren. Dennoch ist es natürlich völlig klar, dass die Italiener eine starke Hand, eine Führung brauchen. Diese fällt jetzt weg. Das ist unsere Chance. Zudem sind die Italiener auch ein wenig satt nach dem WM-Titel, den sie geholt haben. Und wir werden uns, denke ich, im Endspiel am 29. Juni die Europameisterschaft sichern. Vielen Dank.